Herzlich willkommen zurück in Darius' Wohnung, wo die Cat Lady, wo wir herausgefunden haben, dass sie doch ein paar mehr Probleme hat als vermutet. Und wir werden jetzt erstmal, Blut, gucken, ob wir noch weitere Blutspuren finden. Ich gehe mal davon aus, optional Dr. Zebra finden. Ist das der Doktor? Ganz offensichtlich. Sabbath rufen wir noch nicht an. Wissen Sie, was verrückt ist? Ich denke neuerdings nur noch daran, wie sehr ich meine Frau vermisse. Okay, ich wollte schon sagen, der Arm fehlt. Okay, du hast noch rot lackierte Beine, das ist nichts Schlimmes. So, hi, ich habe schon wieder Zeug. Bla 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 bla, Waffen, 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 bla 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 bla, lass uns handeln. Und dann tun wir verkaufen taktische Gewehr. So, dann tun wir verkaufen doofe Rauchgranate. Tun wir verkaufen, nö, Biozellen nicht. Was haben wir noch, Blödzeug? Nein, 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 Neuropozin auch nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, das Inventar wird immer voller, dabei haben wir gar nicht mehr dabei. Schade. Nö. Wir sind ausgestattet. Wäre schön gewesen, hätte er noch ein Praxiskit oder so gehabt. Okay, Schläger, Schläger, Schläger. Bla 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 bla. Okay. Das war jetzt nicht so gut. Da haben wir den Kopf ein bisschen skeptisch mitgemacht. So, da unten haben wir aber auch keinen weiteren Weg in irgendeine Richtung, oder? Nee. Und da Jahala hart am Entspannen sind. Looten wir die auch alle nochmal. So, Dr. Cyprian finden. Noch nö. Wieder zur U-Bahn-Station verflucht. Ich will einen Anwalt. So, jetzt warten wir, bis der große. Ach, okay, das ist nur der Regen. Kein Gewehrfeuer. So, dann können wir jetzt wieder U-Bahn fahren. Das mit dem Hin- und Herreisen ist ein bisschen anstrengend. Das kostet haufenweise Zeit. Aber was soll's, wir müssen jetzt erstmal zu Dr. Trip run, bevor wir dann die gute Frau finden. Nach Pilgrim. Attacke. So, in Pilgrim angekommen. Also los geht's, suchen wir den Doc. Ganze Lasernummer haben wir aus. Aber hier ist noch alles voll mit Polizisten. Und Panzern. So, wo muss ich denn jetzt hin?
Gut, da lang. Und darf hier seine Sperrzone verlassen. So, ich hätte ganz gerne einen zweiten Ausweg hier aus dem Wohnkomplex. Oh, ich war ja noch nicht in die Wohnung drin. Uiuiui. Das muss nachgeholt werden. So. Alles einfach gehackt. Okay. Alkoholzeug, Kiste hier wird gerade frisch renoviert, wie es aussieht. Da gibt es ja noch ein paar Zubehörteile. Schnauze. Bye. So. Hui, roll ihn öffnen. Hier haben wir noch mehr. Und den da oben noch. Wird gleichzeitig das Fenster zugemacht. Voll dumm. Haben wir hier doch drin? Ja. Okay, das war nur die eine Wohnung, wie es aussieht. Ja, hier waren wir definitiv schon. So. Oh. Kommen wir zum Geschäft. Na, erzähl mal. Entscheidung. Wieder Informationen, die wir gegen neue Robotien tauschen können. Willst du noch andere Infos? Ja, einmal will ich noch. Eine hast du ja noch. Ausgezeichnete Wahl. Dankeschön. Das war's für heute. Sie haben alles gekauft, was ich hatte. So. Interessante Punkte in Prag. Preis ohne Zucker. So, da hätten wir jetzt alles. Story-Objekte haben wir noch mehr? Achso, ja, hier jetzt von dem Fall, den wir jetzt laufen haben. Oh, eine Breach-Software können wir verkaufen. Genau, hau wieder ab. Fuck. Die ganze Stadt ist ein Pulverfass. Und jetzt. Schüsse beschädigt. Sorry. Mistsack. Ich wollte nicht, dass sie ihre Apotheke zerschießen. Was machen Sie hier? Wir haben Ausgangssperre. Das ist gefährlich. Serienmörder sind gefährlich. Ausgangssperren sind nur unpraktisch. Wie bitte? Area Mishka. Schon mal gehört? Ich, bin leider nicht ermächtigt, persönliche Informationen jedweder Art weiterzugeben. Ich bitte Sie um Ihre Hilfe. Daria wird vermisst, die ist irgendwie in diese Harvester-Morde hineingeraten. Tut mir leid, das zu hören. Aber ich wüsste nicht, was das mit mir zu tun hat. Oder mit Ihnen.
Bevor ich Sie suche, will ich sichergehen, dass ich alle erforderlichen Informationen habe. Ich habe Ihre E-Mail an Sie gelesen. Sie wirkten sehr besorgt, wegen einer neuronalen Operation. Warum sollte sie Sie unbedingt hier treffen? Ich kannte Daria. Sie war eine Patientin von mir. Eine Patientin? Hier in der Apotheke? Nein, natürlich nicht. Davor, als ich für Taiyong Medical gearbeitet habe. Großer Tech-Konzern. Kennen Sie ihn? Genug, um zu wissen, dass mir das nicht gefällt. Ich habe ein Projekt geleitet. Modernste Neurologie und Gedächtnisersatz auf Zellebene. Die Patienten hatten alle schwere soziale Störungen. Wir haben sie verbessert, damit sie bessere Menschen wurden. Wie genau haben Sie sie verbessert? Wir haben eine Methode entdeckt, spezifische Charaktereigenschaften zu isolieren. Neuronale Implantate mit gewünschten Eigenschaften ausgewählter Individuen wurden anderen eingesetzt, die, sagen wir, weniger gut bestückt waren. Nehmen Sie sich selbst zum Beispiel. Sie könnten eine Prise Humor vertragen. Ich bin witzig genug. Sagen Sie mir jetzt, was dabei schiefgegangen ist. Denn so war es doch. Wir wollten Menschen helfen. Stellen Sie sich vor, wir hätten Erfolg gehabt. Ängste? Weg. Apathie? Weg. Depression? Weg. Vielfalt weg. Spontanität weg. Individualität weg. Das haben Sie im Verkaufsgespräch weggelassen, oder? Daria ist für sich selbst verantwortlich. Taiyong hat mich nur deshalb zum Mitmachen gezwungen, weil so viel für sie auf dem Spiel steht. Schutz des Markennamens. Ihre Anwälte sind Männer mit Aktenkoffern voller herausgebrochener Zähne. Sie müssen das verstehen. Ich versuche, Daria zu retten. Wenn Ihnen irgendwas an ihr liegt, dann sagen Sie mir jetzt, was muss ich tun, um ihr zu helfen? Daria ist nicht mehr zu helfen. Sie verschwenden ihre Zeit. Das entscheide ich. Erzählen Sie mir von dieser Prozedur. Und halten Sie mich nicht hin, denn ich gehe erst, wenn ich Antworten habe. Meine Aufgabe war, Patientendefizite durch Spenderpersönlichkeitspakete zu kompensieren. Also brauchten wir viele selbstbewusste Spender, die uns ihre Zeit opferten. Sie können sich vorstellen, dass sich keine Schlange bildet, wenn man Leuten im Kopf rumkratzt. Also musste Taiyong streuen. Ich sag's nochmal, die Sache gefällt mir nicht. Taiyong Medical schloss Verträge mit mehreren Gefängnissen. Häftlinge, die an unseren Programmen teilnahmen, bekamen kleinere Erleichterungen. Größere Zellen, fließendes Wasser. Die Gefängnisse erhielten Renovierungen. Win-win. Sie haben Persönlichkeitsmerkmale von Häftlingen in psychisch labile Personen implantiert? Clever, lassen Sie mich raten. Daria Spender war Marek Svobodka, besser bekannt als der Harvester. Spender Nummer 698843. Ich sah nur, was man mir gab, und das waren mehrere Testwerte mit nahezu perfekter Übereinstimmung. Er hatte alles, was ihr fehlte. Und zu diesem Zeitpunkt zählte nichts anderes. Eine unschuldige Person wurde in eine brutale Mörderin verwandelt. Mit einer Prozedur, die Sie durchgeführt haben. Ich finde, das zählt. Daria wurde nicht verwandelt. Sie hat an der Prozedur freiwillig teilgenommen. Und jetzt tötet sie freiwillig Menschen. Man könnte daraus einen Kausalzusammenhang konstruieren, aber ich versichere Ihnen, die Sache ist komplizierter. Erzählen Sie das den Anwälten. Wie kann ich Sie aufhalten? In Ordnung. Hören Sie. Wir wollen offensichtlich dasselbe. Daria hat einen Neuralchip direkt über dem Haaransatz. Sie wird sie nicht ranlassen, aber wenn Sie die Sache ernsthaft beenden wollen, dann müssen Sie... Sie wissen schon. Was, Sie töten? Das wäre mir am liebsten, ja. Oder Sie setzen sie einfach außer Gefecht. Aber dann besteht die Gefahr, dass sie aufwacht, und dieses Risiko würde ich persönlich nicht eingehen. Es muss eine andere Lösung geben, ohne sie direkt anzugreifen. Ich würde Ihnen ja gerne helfen, aber solange Sie Gewalt nicht mit Gewalt bekämpfen wollen, Daria ist kein Opfer. Chip oder nicht, es ist Ihr Wille.
und sie wird sie angreifen, egal was sie tun. Ich glaube nicht, dass Daria so viel Verantwortung dafür hat, wie sie sagen. Sie auszuschalten und ihr den Chip abzunehmen, bringt ihnen Vorteile. Es vernichtet die Beweise für die Verbindung zwischen den Morden und ihrem gescheiterten Experiment. Aber das kann nicht meine einzige Option sein. Und Taeyong Medical würde niemals eine so gefährliche Technologie ohne Ausfallsicherung entwickeln. Sie verheimlichen mir etwas. Was denn? Eine Schwäche, ein Override. Etwas, durch das ich mit ihr reden kann, ohne den Einfluss von dem, was sie installiert haben. Naja, es gibt einen Deaktivierungssatz. Daria ist so programmiert, dass er unterbewusste Impulse auslöst, die zum Herunterfahren des Chips führen. Warum haben Sie mir das nicht gleich gesagt? Weil ich wusste, dass Sie die Wirkung überschätzen würden. Man kann nicht einfach an einen Mörder herantreten und ein Zauberwort sagen. Es macht nichts ungeschehen. Die Entscheidung, Svobodkas Erinnerungen nachzuleben, das war Daria selbst. Einfach den Chip abzuschalten, reicht da nicht mehr. Das entscheide ich. Wie lautet der Deaktivierungssatz? Atominem 2026. Aber ich warne Sie. Drehen Sie ihr nicht den Rücken zu. Und unterschätzen Sie nicht Ihren Anteil an allem. Wir haben alle Albträume. Visionen von schrecklichen Dingen, die wir tun könnten. Aber wir leben sie nicht alle aus. Seien Sie vorsichtig. Okay, damit hätten wir schon mal einen kleinen Anhaltspunkt, wie es weitergeht. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir hier einigermaßen sicher wieder verschwinden. Weil der kleine Computer ja nicht mehr unser Freund ist. Aber wir haben den Satz. Sind wir auch schon durch. Jetzt müssen wir wieder zurück zur U-Bahn, oder? Ah, ja, die U-Bahn. Oh nein, wir können uns erstmal hier in die Apartments umsehen. Und hier hinten haben wir auch noch was? Okay. Dann gehen wir erstmal zu den Apartments, die hier vorne sind. Gucken wir mal eben kurz nach. Welche ist denn das? Picos ohne Zucker. Pikes, nicht Picos. So, wo ist denn der komische Wachbord? Na, kein Saft mehr. Nicht genügend Energie. Na. Ist doch nicht so schwer zu hacken. So, jetzt noch den großen. Spreading Penguin. Diesen als tun wir mal im Apartmenkomplex Lepos and Danby. Kommt gerade rein. Wen interessiert allerdings aber der fraglich von doch vor Pike ist. Mein Lieblingsmedienkonzern. Vielleicht sollte ich doch investigative Ermittlungen anstellen und mich an den neuesten Stand bringen.
Okay, ihr nervt voll hart. So, was machen wir jetzt am besten? Oh toll, das ist der Panzerbrechen auch noch. Kriegen wir so einfach nicht kaputt. So, nehmen wir das weg. Selber schuld, wenn du einen Panzer anziehst. Gibt leider keine andere Wahl. So, das mal wieder drauf und normale Munition rein. Das ruckelt gerade ganz schön brutal, oder? So. Wieder ein Polizisten weniger. Das ruckelt gerade echt doll. So, bleiben wir mal ganz kurz stehen. Pause. Speichern nicht verfügbar, okay. Fuck, wer schießt denn gerade auf mich? Wer sind Sie jetzt? Ach, Leibwächter von dem Typen da unten. So, Bedrohung verloren. Der Informationsverkäufer versucht uns zwar gerade, aber jetzt verstecken wir uns hier erstmal. Und dann sollten wir uns hier irgendwie umsehen wegen Informationen. Kriegsrecht ausgesprochen. Ist auch nichts Neues. Suche läuft. So. Anscheinend sind wir hier trotzdem falsch. Jetzt zeigt die Karte eh was ganz anderes an, wo wir hin sollen. Mein Apartmentkomplex auch gleich verlassen. So. Aber das ist natürlich ein Point of Interest. So, gehen wir nochmal rein. Ich verstehe gerade nicht, was wir hier machen sollen. Verdammte Bockmistkacke. Aber... Was? Das war's jetzt? Ernsthaft, das war's jetzt? Das war jetzt irgendwie nicht... ja. Hat niemanden nach vorne gebracht. Komische Nummer. Ich dachte, das ist irgendeine coole Mission, wo irgendwie ein bisschen was passiert und dann...
So, bling, bling, geschafft. Was? Ich hab gar nichts gemacht. Ja, aber dafür haben wir jetzt wieder ein paar Cops ausgeschaltet. Und ein bisschen mehr Ruhe in die Stadt gebracht. So, was haben wir da hinten? Weg in das Gebiet der Dwalis finden. Und für die beiden Nebenmissionen müssen wir nach Bravsevska reisen. Und mit Savage sprechen. Aber der jetzt voll geil mit der U-Bahn hier einfach runterlaufen können, weil wir ganze Polizisten K.O. geschlagen haben. Machen wir das doch. Hui! Und leider, leider sind wir dann auch schon am Ende der Episode. Ich werde dann schon mal Richtung unserem Apartment gehen oder die andere Richtung der Mission aufsuchen. Und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute und haut rein. Bye, bye.